Hallo, liebe Ladies von My Outfit of the Day. Heute präsentiere ich mich wieder vor meiner wunderschönen weißen Tür. Heute soll es ja 26 Grad werden und dann habe ich beschlossen mit meinem Freund, dass wir nach Dortmund fahren, ein bisschen shoppen. Deshalb habe ich dieses sommerliche, coole Outfit an. Allerdings flache Schuhe dazu. Frank, kannst du mal gucken, kann man meine Schuhe sehen? Ja? Okay, super. Eigentlich würde ich das ein bisschen anders kombinieren, aber dadurch, dass wir heute viel laufen werden, habe ich mir überlegt, mache ich das mit meinen lieblingsflachen Boots, kombiniere ich das schöne Kleid. Das ist mega geil, das ist so in diesen geometrischen Formen. Sommerkleid habe ich auch in Dortmund bei so einem Inder Air Shop reduziert für 4,90 Euro. Ich musste es haben. Dazu passend habe ich meine neonfarbene Tasche. Die habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Die war in New York, hat so eine Amerika-Tour gemacht. Eigentlich habe ich immer so große Taschen dabei, aber heute wird mein Freund eine große Tasche mitnehmen. Da, die Katze geht raus. Deva, bitteschön, komm raus. Komm raus. Ne? Ja, es muss ja immer ein Tier bei mir hier durchs Bild laufen. Naja, auf jeden Fall die passende Tasche dazu, auch mit Schwarz. Ich habe erstmal überlegt, dass ich eine Jeansjacke dazu anziehe. Aber ich guck mal, ich bin mir nicht so ganz schlüssig, aber ich finde so einen lockeren, schönen Sommerpulli. Sommerpulli, ja, so Strickjacke drüber, sieht auch ganz passabel aus. Die Haare habe ich mir einfach zum Pferdeschwanz gemacht, weil ich weiß, im Laufe des Tages nerven die mich und stören mich. Mir geht es noch nicht so super gut, deswegen ist hier noch ein bisschen angeschwollen von der OP, von der Infektion. Vom Make-up her habe ich ein bisschen auf den Augen so ein bisschen Glitzer drauf gemacht, so ein Glitzerlidschatten. Ich hoffe, man kann es so erkennen. Lippenstift in so einen knalligen Orange, was so leicht ins Neon geht, meiner Meinung nach, aber nicht zu viel, weil das Kleid ist ja schon der Hingucker genug. So, mit der Sonnenbrille, mega geil. Die habe ich mir vor dem Kroatienurlaub mal gekauft bei Sixt. Sixt, glaube ich, heißt das. Auch ganz cool. So, das ist mein heutiges Shopping-Outfit of the Day. Das war's von mir für euch. Viel Spaß beim Nachstylen. Und ja, ich sage ja immer wieder, nur weil wir 40 sind, müssen wir noch lange nicht so aussehen. Dieses Kleid könnte man übrigens auch mit schwarzen High Heels oder Overknee-Stiefeln oder so halb hohe Stiefel, also bis zum Knie, gut kombinieren mit einer schwarzen Lederjacke oder einem Blazer oder auch sehr, sehr elegant und schwarze Strumpfhose natürlich. Ne? So, das war's von mir für euch. Wir müssen los. Ciao, ciao.